Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum 2021. Jo, ich befinde mich gerade hier auf einem Pfosten. Wie das geht, weiß ich ja auch nicht. Aber, ja. Man kann dort einfach den Wolf rufen und dann, ja, ist man sozusagen am Reiten auf dem Pfosten. Gut, jo. Ich möchte gerne noch kurz etwas zeigen. Deshalb machen wir mal kurz den Fenstermodus an. Also Bildschirmmodus. Genau. Nämlich hier, es gab zwei Inversionen. Also zwei Inversionen, drei Inversionen. Eins, zwei, drei. Und zwei Drachenwünsche von Ignis. Die waren ungefähr sogar vier Inversionen, okay. Die waren mega über den zahlenmäßig überlegen. Sind wahrscheinlich einfach mindestens 8 Stunden in Argentinien. Wahrscheinlich sind sie die einzigen gewesen, die ungefähr ab 10 Uhr online gewesen waren. Also Alsen waren kaum Leute da und Südis waren nur ein paar Hunter im Reich. Habe ich gesehen. Einer hat mich auch getötet, weil ich da Low-Energie, also Lebensenergie war. Und ja, das ist natürlich ist nicht gerade fair, wenn man jetzt, ja, also ich kann vorstellen, ich level natürlich da unten. Und hier kommen natürlich die Igen ans Tor. Und wenn da noch ein Sötenjäger Leveler killt und so Sachen, kann ich natürlich überhaupt nicht leveln. Und ja, jetzt einfach nicht ganz komplett machen können, aber wir haben jetzt noch ein paar Quests. Und wir haben jetzt hier nochmals eine Ticket-Belohnung. Genau, heute ist wieder ein bisschen der Wurm drin beim Reden. 5 Tickets für uns, sehr gut. Ja, in dem Kabel ist das Mikrofon ein bisschen. Jetzt ist gut, okay. Sehr gut. Ja, nach rechts geneigt. So, wir müssen hier Quest abgeben. Oh, schöne Perspektive. Okay. Und wir haben nochmal eine Quest. Ah ja, Boss da, der Zyklopenboss und der Leibeigner-Boss, der ist, nein, es ist kein Leibeigner, es ist ein Zyklop oder so, das, den haben wir noch nicht gemacht, genau. Okay, dann müssen wir zur Kiste wieder. Gut. Okay. Ja, es ist irgendwas aufgetaucht in der Kiste. Genau. Realistica. Ja, es ist sehr viel Magie in diesem Spiel. Also es muss gar nicht mal so unrealistisch sein. Das ist einfach witzig. Wie einfach etwas am Boden der Kiste auftaucht. Also man macht sie zu, macht sie wieder auf und sonst in einem Trank ist ein Pergament da. Okay. Okay. Das könnte so langsam der Zyklop dann sein. Ja, wir haben immer noch zu viele Quests. Ja, eben wenn keine anderen Leute mitmachen, kann ich halt auch kein Warzone machen. Ich habe jetzt wieder sehr lange gewartet, bis die ersten weggehen und was die eigentlich machen, ist sich selber umbringen. Und da will ich natürlich nicht gerne das Gleiche machen. So. Gut, aber viel Erfahrung bekommen wir jetzt nicht. Wir müssen unbedingt mal
kurz die Sachen verkaufen. Ich habe endlich mal ja ein paar bessere Sachen gefunden. Ich glaube zwei Stäbe und irgendwas noch, aber also zwei Stäbe 57 und 56. Und sonst genau noch Elite-Beschwörer-Handschuhe. Weil ja auch Drop Boost ist, droppen einfach viel mehr weiße Items. Es droppen nicht mehr gelbe oder grüne Items. Nein. Ein grünes Item habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Ich glaube, das Schild vor ein paar Parts war eigentlich das einzige grüne Item. Ich habe mehr violette oder ja, pinke Items gefunden. Das Schild ist, glaube ich, gar nicht mehr hier drin. Das habe ich beim Ritter natürlich rausgelassen. Doch, das ist noch hier. Okay. Ja, genau, der Ritter, der hat viel zu viele Sachen, vor allem Ringe und Amulette bei sich. Und so also kann er das nicht nehmen. Und da haben wir sogar noch einen besseren Stab. Also dann könnte ich eigentlich die zwei Stäbe sogar verkaufen. Fünfundfünfziger haben wir auch. Okay, wusste ich gar nicht. Was ich eigentlich brauche, ist noch ein besseres Amulett mit Leben. Das muss ich mir noch holen. Ich habe jetzt das auch nicht hier dabei. Und Manas Gedanz mit 100 Leben und 40 Mana, glaube ich. Das möchte ich schon gerne haben. Vielleicht habe ich es hier. Oder Gesundheit. Komm, wir nehmen das. Weil der Schaden vom Stab muss jetzt gar nicht so hoch sein, weil Beschwörungen machen viel mehr Schaden. So. Das wieder rein. Also das auch rein. Jetzt mache ich noch einmal die Sachen, die nicht für uns sind. Also diesen Stab kann ich verkaufen. Der 56er. Genau. Der Stab auch. Und Wächterhandschuhe lege ich auch mal hier rein. Ja, dann hätten wir noch zwei Platz, genau, für die Pfeile. Die müssen dann zum Jäger, zum Schützen. Ich muss mal beginnen, den Schützen zu leveln. Ich habe eben einfach viel zu wenig Zeit und jetzt fange ich ja wieder an zu livestreamen. Also ich habe geplant, heute einfach Path of Exile zu livestreamen. Und ah, da haben wir noch eine Quest. Minecraft. Also Minecraft aus dem Isaltis Server am Abend. Path of Exile wahrscheinlich bis am Nachmittag. Mal schauen, ob ich dann noch eine kurze ja, Ausruhpause brauche. Und ja, dann morgen eventuell Last Epoch. Damit ich dort auch mal vorwärts kommen, bevor dann der Patch kommt. Der kommt, glaube ich, am 31. Ja, gut. So, ich glaube, der ist auch nur ungefähr Level 30. Wahrscheinlich Level 33, 34. Ja, jetzt müssen wir dorthin. Also wahrscheinlich muss man jetzt wieder etwas machen mit diesem Altar. Elementar-Altar. Sonst eben diesen Troll besiegen und das kann ich heute halt nicht, wenn jetzt niemand online ist. Könnt ihr mal dann fragen. Wird wahrscheinlich dann nicht mehr in der Aufnahme passieren. Okay, wir haben noch genügend Zeit. Ich weiß aber nicht, was ich euch noch zeigen soll währenddessen. Soll ich mal auf Spanisch übersetzen und fragen? Dann werde ich wahrscheinlich mehr, ja.
Chancen haben einfach. Also, genau, wir müssen mit der reden. Der einsamen Frau an der Ruine. Ich glaube, beim ersten Mal, wann war das? 2016 oder so? Ja, ich glaube, 2016 war es. Habe ich ja. Was habe ich angefangen? Baba? Kann sein, dass ich damals das erste Mal Alice in Baba genommen habe. Und ich glaube, ein Schütze. Ich glaube, ich habe damals so einen Hasen genommen. Mit Schütze. Und mit dem habe ich einfach nicht diese Sprechblase gefunden. Ich weiß nicht, aber ich bin immer entweder unten durch oder hier oben durch, aber ich bin nie zur Sprechblase gekommen. Ich weiß nicht, was ich damals, wieso ich damals das nicht gefunden habe. Aber weil es hier nach oben gibt und das halt nicht gut zu sehen ist, dass es hier nach oben geht und hier runter geht, habe ich das einfach nicht gefunden. Heutzutage denke ich mir so, ne, sieht man doch, oder? Aber man sieht es von unten eigentlich. Ich kann ja mal kurz runtergehen. Genau. Also. So. Gut. Also hier, man sieht es vielleicht. Es ist jetzt. Vielleicht wurde das auch mal noch überarbeitet. Ja, genau. Also wenn ihr hier durchläuft, ihr seht es nicht. Also wenn ihr hier steht, ihr seht nicht, dass hier ein Weg nach oben geht. Und was ich eigentlich versucht habe, hier ist ja der Punkt, ist hier hoch zu gehen und nicht hier oben hoch zu gehen. Also das hat man irgendwie nicht gesehen. Also ja, sieht jetzt auch noch nicht so nach einem Weg aus, eher nach einem Felsen. So. Okay, wir bekommen sofort Hilfe über, aber er muss die Insel noch kurz machen. Also es ist diese eine Insel hier. Ja, da ist er. Okay, sehr gut. Jo, das ist doch freudig. Also immerhin auf Englisch. Also ich hätte es auch auf Deutsch schreiben können natürlich, aber ich habe es ja schon mehrere Parts gesagt. Irgendwie sind die Deutschen so langsam am Weggehen, leider. Also wirklich die Hardcore. Also Mess Kraylin zum Beispiel. Die ist gar nicht online. Habe ich die gar nicht drin? Die habe ich bei ihm nicht drin. Okay. Oder ist es, glaube ich, ein Er, ob es er hat. Nein, er ist ein Ritter, genau. Aber es gibt noch einen anderen, der ähnlich heißt. Genau, es ist ein Er. Zum Beispiel der Nuki habe ich noch in Discord und der spielt nie. Also das ist, vielleicht hat er auch nicht an, dass er, man nie sieht, dass das er gamet. Aber ich muss ihn finden zuerst. Also er muss eigentlich hier spawnen. Aber er ist meistens hier auf dem Berg irgendwo.
Das ist ein Golem, okay. Den habe ich, glaube ich, erst zum zweiten Mal. Nein, beim das dritte Mal. Das war ein Arme als damals. Beim Barbar habe ich die Quests gar noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht, wo er noch spawnen kann. Also hier ist ein Trolle, also. Keine Ahnung, wo noch sein kann. Vielleicht hier oben irgendwo. Könnte halt eh überall sein in diesem Gebiet. Ist einfach hier markiert. Hinter dem Berg ist die Markierung, aber das heißt nicht, dass er dort ist. Sondern einfach, dass in diesem Gebiet der Punkt gesetzt wurde. Das glaube ich immer noch. Dort kommt er. Ist eben noch auf der Insel, okay. Er könnte schon ganz oben sein oder eben hinter dem Berg. Könnte er schon. Da habe ich ja geschaut. Oh. Also der war noch nicht da. Gut. Also, dann warten wir einfach kurz noch auf ihn. Gut. Könnten mal kurz da vorne, gibt es ein Gebiet, das nie abgeklappert wird. Also kein. Ich habe bis jetzt immer dort ein Gestein gefunden. Okay, hier ist kein Gestein. Weil das Spiel ist so, es müssen immer Leute in der Nähe sein, damit überhaupt irgendwelche Gesteine, Truhen oder Kisten spawnen. Und da viele Leute eigentlich hier durchgehen, aber dieses Gestein nicht finden, weil sie hinter diesem kleinen Hügel ist mit dem Schwert, genau. Das ist ein Schwert, das kaputt, also das ein Stein ist. Ist eigentlich hier immer ein Gestein. Also hier ist ein Schatz. Es kann sein, weil jetzt morgen ist. Was ist für Zeit? 9:15 Uhr. Aber dass kein Gestein hier ist. Aber sonst eigentlich, vor allem am Abend, ist da immer ein Gestein. Jetzt momentan schläft halt jeder. Also noch. Der jetzt nicht Deutsch ist oder so europäisch. In den Zeitzonen. Es ist jetzt momentan Nacht in Argentinien vor allem. Es ist wirklich keins hier. Okay, dann nehmen wir den Schatz einfach. Weil in den Schätzen kann manchmal ein Stab oder so spawnen, der höher ist. Oder auch so ein Level 40 Stab manchmal nur. Und meistens Stäbe. Das ist natürlich wieder Gold. Das ist auch keiner. Okay, dann gehen wir noch kurz an einen anderen Ort, wo die meisten nicht nachschauen. Der ist gleich hier unten. Er ist eben noch auf der Insel. Kennt ihr eigentlich den fliegenden Stein? Ist da unten. Gehen wir gleich hin. Also hier unterhalb vom Turm. Gibt es auch noch ein Gebiet, wo meistens auch meistens ein Schatz ist. Ne? So, Syrtis ist momentan aktiv. Sammelbrocken. Shepherd. Noel kommt. Okay, dann gehen wir kurz einen Stein und dann gehen wir hoch. Gut.
Ja. So. Also ich weiß noch, dass ein liegender Baum hier war, aber ich glaube, der ist weg. So rechts vom Eisenbind. Ich glaube, der wurde runtergesetzt. Der fliegt nicht mehr. Stein noch. Sehr gut. Und ein Magnetstück. Das ist nichts. Zwei Steine. Aber kein Gehstein. So, das ist der berühmte Besen. Jetzt kommt er. Ja, bitte tut die Spore, also die Sichtweite der Monster und Objekte ein bisschen erhöhen, liebe Entwickler. Darum erst jetzt auch nochmal ein Gestein. Ja, es lohnt sich schon sehr, hier zu sein. Oh ja, es lohnt sich sehr. Fünf Magneten, das ist so ultra selten. Sehr gut. Also müssen wir nur kurz schauen, wo er kommt. Er ist immer noch auf der Wacheninsel. Da ist noch ein Schatz, genau. Schauen kurz bei Alysios, aber niemand sonst. Clan ist auch nicht online, glaube ich. Mal kurz in Clan reinschauen. Level 5. 94 Mitglieder. Also viele haben natürlich mehrere Charakter. Okay. Ja, ich bin der Einzige, der online ist wahrscheinlich. Jo. Einziger, der online ist, schade. La Queen. Kalibre 22. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich glaube, der XX. Der XXXX. Ist wahrscheinlich der gleiche, vielleicht ist der XX. Das wäre X. Und dann am Schluss nochmal X. Ein anderer oder der gleiche. Jo, wir könnten noch kurz auf den Berg klettern. Also der eine ist erklimmbar, ich glaube der hier. Wenn wir noch kurz oben anschauen. Also er braucht leider. Er kommt aber nicht. Hier kommt man nicht hoch. Nur nicht runterfallen. Der da hinten ist es. Das ist der hintere. Sieht es. Hier nicht runterfallen? Nein. Ich rutsche runter, 1 Meter runterrutschen und ich bekomme 551 Schaden. Sehr logisch. Wie oft ich einfach im Winter schon runtergeglitten bin, ich habe noch nie Schaden bekommen durch Rutschen. Wenn dann eine Schürfung, ja. Aber ich meine, ich habe so viele Unfälle schon gehabt. Ich wurde schon hunderttausende Male gefoult im Fußball. Ich habe noch nie eine Verletzung. Geht das nicht mehr? Vielleicht nur zu Fuß. Aber ich weiß noch, es gab. Ich weiß nicht, ob ich denn das Bild noch habe auf Steam. Wanderung. Die haben das wirklich gefixt.
Oh, sind die fleißig, die Entwickler? Oh Gott, so runterfallen möchte ich ihn lieber nicht. Die haben das aber wirklich gefixt. Man kommt nicht mehr hoch. So Sachen fixen sie, weißt du? Aber so schlimme Game-Breaking-Bugs haben sie noch nie angerührt. Also eigentlich habe ich ja Lust, hier hochzukommen. Oder hier. Also hier habe ich es versucht, es geht nicht. Aber ich habe irgendwie Lust, hier so hochzukommen, aber es ist viel zu steil. Was ist eigentlich mit hier? Nee. Heute, gestern am Morgen, ja ungefähr 11 Uhr, also schon vormittags, hat jemand das Level 16, das Level 21, also Blackjack, das Level 30 und Level 50 Achievement auf einmal bekommen. Das ist, wenn jemand lange nicht mehr mit einem Charakter spielt und dann ein Level bekommt. Das sollten sie auch langsam mal fixen. Ich habe es jetzt schon mehrmals auch selber gehabt. Und ja. Wer ist hier? Es ging aber schnell. Also irgendwie ist wahrscheinlich beim Monzug nie rausgekommen. So, jetzt muss ich nur wissen, was das war. So, hier ist er. Noch eins rüber, da ist er. Genau. Das Pad ist dann sicher. Ja, das. War doch gerade, er ist doch verwunzt. Eieiei. So, also, jetzt müssen wir noch mal reden mit dem hier. Okay, müssen wir noch die Kiste, genau. Kiste ist leer. Ja, cool, die. Gut, also, wir haben es geschafft. Ich war so abgelenkt vom fliegenden Spiel. Da wurde irgendwie. Vielleicht ist er gerade am Rutschen gewesen, als ich da drin gewesen bin, aber ich glaube, er ist dort runtergerutscht und hat Schaden bekommen. Und dann hat er natürlich nichts in der Hand, nichts, weil bei mir das falsch geladen wurde. Das ist scheinbar einfach so ein Animationsbug gewesen. Also hat er bei mir sozusagen immer noch geritten, ist aber schon runtergefallen, also schon vom Reittier gefallen. Und wahrscheinlich war er direkt in der Luft, als der Spieler geladen wurde. Naja. Kann mal passieren, dass das Spiel irgendwie Schwierigkeiten hat.
erkennen brauche ich denn die auch nicht mehr. Ich finde eben das doof, dass die Party nicht einfach, wenn der letzte rausgeht, beendet wird. Also ich hätte dann die Party wahrscheinlich noch lange gehabt. Schaffe ich einfach Level 53 wahrscheinlich noch nicht. Aber gut, die Quests geben einfach keine Erfahrung mehr. Ich bin jetzt so sicher 15 Level zu spät. Aber ich bin halt einer, der lieber ein bisschen grindet. Nicht levelt mit den Quests. Weil meistens sind sie danach ein bisschen zu schwer. Oder eben, man hat auch zu viel anderes zu tun. Also mit 30 Quests levelt man halt dann schon wie schnell. Okay, dann mache ich einfach mal, vielleicht heute doch noch ein Livestream von Regner. Und jetzt keine Quests mehr wahrscheinlich. War wirklich die letzte Quest. Okay, die Quest kann ich glaube ich gar nicht mehr annehmen. Doch. Okay, sehr gut. Dann haben wir die weiteren Quests. One Master Quests. Und jetzt muss ich eigentlich über noch nachschauen, ob es Quest gibt. Das mache ich als erstes. Und ja, die Aufnahme ist 32 Minuten lang, das reicht. Ja, war wirklich toll. Dankeschön an Tini Violord fürs Helfen. Und ja, euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.